Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Wochendekoration. Und diesmal wird es eine Überraschungsdekoration. Ich weiß nämlich selber noch nicht, mit was ich dekoriere. Das befindet sich nämlich in diesem Brief, den ich jetzt schon ungefähr eine Woche hier liegen habe. Aber ich habe mich beherrscht und ihn nicht aufgemacht, obwohl er ziemlich dick ist. Der Hintergrund dieser Challenge ist der, dass ich ja, wie sicherlich einige wissen, in einem PR-Team bin von Be Organized. Das ist ein Shop, in dem es Kalendereinlagen und auch Sticker gibt, auch das Frühlingskit, das ich vor kurzem vorgestellt habe. Und in dieser WhatsApp-Gruppe hat ein Mädel vorgeschlagen, dass wir uns alle gegenseitig Briefe zuschicken, mit denen wir dann dekorieren, also mit dem Inhalt. Und ja, das hier ist mein Brief. Ich habe ihn, wie gesagt, jetzt hier schon ein paar Tage liegen und habe ihn aber noch nicht aufgemacht, weil ich das gemeinsam mit euch vor der Kamera machen wollte. Und ich bin jetzt echt mächtig gespannt, was da drin ist. Jetzt brauche ich mal ganz kurz meine Schere. Und dann machen wir ihn jetzt raschel, raschel, schepper, schepper. So, wir machen ihn jetzt gemeinsam auf. Und dann wissen wir, oder ich, wie diese Wochendeko aussehen wird, die es diesmal gibt. Und ja, ich schneide ihn mal vorsichtig auf, dass ich hier nichts kaputt mache. Oje, oje, ich sehe schon, das ist auf alle Fälle reichlich und ich denke viel mehr, als ich für eine Wochendeko überhaupt benutzen kann. Okay, hier kommen etliche Sachen raus. Also ich habe jetzt noch nie Paletten in eine Wochendeko geklebt. Ich weiß nicht, ob das hält. So, jetzt schauen wir mal alles an. Hier hängt noch ein, was ist das, Schwan? Kleiner Schwan. So, okay. Mal alles hier so ein bisschen auf die Seite räumen. Wir haben hier Washi-Tape, einmal mit Blumen und einmal mit Fahrrädern, passend zum hoffentlich bald kommenden Frühling. Dann haben wir hier ein Mädchen mit einer Kamera und einem Blumenkranz. Etliche Pailletten, wobei ich die, glaube ich, nicht verwenden werde, weil ich glaube nicht, dass das hält, wenn ich das aufklebe. Ich glaube nicht, dass das hält. Dann haben wir hier noch mehr Washi-Tape. In rosa mit pink. Verschiedene Papiere mit Frühlingsblumen und Zeitungsausschnitten. Einen Brief. So. Das ist nicht Teil der Wochendeko, das ist für deine Vintage-Kiste. Okay, also das darf ich nicht verwenden. Wir schauen aber trotzdem mal gemeinsam rein, was da drin ist. Ich hätte auch gerne heute wieder eine Vintage-Deko gemacht. So, ah ja, gestempeltes, verschiedene gestempelte Sachen. Sehr schön. Okay, also. Hier sind überall Paletten. Ich mache die mal hier so ein bisschen auf die Seite. Die kleben hier überall. So. Dann ist hier noch was in diesem... So, dann schauen wir mal in diese Tüte hier rein. Hier sind verschiedene Sticker mit so Schriftzügen und Blümchensticker und eine zwei Briefmarken. Ja, okay. Also die Paletten, denke ich mal, werde ich nicht verwenden. Die tue ich hier mal gleich mal ein bisschen weg, weil ich nicht glaube, dass das hält, wenn ich das aufklebe.
So, dann habe ich hier noch einen kleinen Brief. Liebe Uli, viel Freude beim Gestalten. Und ich hoffe, meine Sachen machen dir eine kleine Freude. Ich bin gespannt, was du zauberst, aber ich bin sicher, es wird total schön. Alles Liebe aus München, Thea. Genau, also ich habe die Sachen von der Thea bekommen. So, da bin ich wieder, nachdem jetzt zwischenzeitlich der Akku leer war und meine Kinder mich kurz gebraucht haben, habe ich mir jetzt erst mal einen Kaffee gemacht, um nochmal von vorne anzufangen. Wir fangen also jetzt an mit der Wochendeko. Ihr habt gesehen, was im Brief drin ist und ich zeige euch wie immer am Anfang einer Wochendeko die Deko der letzten Woche. So auch heute. Wer das Video gesehen hat, weiß, dass ich da meine Holo-Tapes verwendet habe, die ich sehr, sehr schön finde. Und so sieht die Deko aus. Ich glaube, es hat sich auch gar nichts verändert zum Video. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Aber es ist in der Woche einfach nicht viel passiert, weil Ferien waren. Und irgendwie habe ich hier so einen blöden Schatten. Was ist denn das? Ist das von dem hier? Ja, ich glaube, der wirft hier einen Schatten. So, wir machen es mal so. Vielleicht ist es dann besser. Gut, dann dekorieren wir jetzt also, beziehungsweise fangen an, was diesmal echt schwer wird, weil die Sachen, die die liebe Thea mir geschickt hat, so ganz anders sind wie die Sachen, die ich so normalerweise verwende. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, was wir da draus machen können. Irgendwas wird mir schon einfallen. Und wir haben den 6. März bis 12. März. Ich überprüfe das jetzt immer, hoppala, dass ich auf dem Bild bin, weil ich ja schon mal die falsche Woche dekoriert habe oder beziehungsweise irgendwie verdreht. So, puh, ist der heiß. Okay, wir starten. Also, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde auf alle Fälle das hier verwenden. Weil mir ist heute gar nicht nach rosa und die Sachen, die sie mir geschickt hat, sind jetzt ziemlich rosalastig, was ja aber nicht schlimm ist. Ich mag ja normalerweise rosa sehr, sehr gerne, aber heute ist mir eben gar nicht nach rosa und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache hier einfach von diesem Papier hier so ein bisschen Stücke ab und werde die jetzt hier, das Papier ist leider sehr, sehr dick, also es würde sich gut eignen für die Weide, aber für eine Wochendeko ist das Papier fast ein bisschen zu dick für meine Begriffe. Aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Ich hätte eigentlich diese Kaffeekanne noch ganz gern benutzt. Vielleicht mache ich jetzt hier einfach noch so ein Stück weg und nehme stattdessen die Kaffeekanne. Ja, so. Ich denke, ich werde das hier so einfach aufkleben und ja, oder beziehungsweise ich lege das jetzt erstmal hier so ein bisschen hin. Dann werde ich, denke ich mal, vermutlich dieses Mädchen irgendwie mit ins Spiel bringen. Weiß aber noch nicht so recht wie. Diese Wortsticker gefallen mir auch sehr gut. Da muss ich dann mal schauen, ob irgendwie was dabei ist, was so ein bisschen passt. Holidays hätte jetzt letzte Woche gepasst. Birthday passt auch nicht. Etsy, ja, Etsy passt irgendwie immer. School passt auch, Homework passt auch, ja, also ich denke, ein paar Wörter finde ich schon, die ich mit verwenden kann. Und dann habe ich bei, ich glaube, The Pineapple Office war es, ich weiß jetzt gar nicht, ob es diese Woche oder letzte Woche war, auf alle Fälle hat mir das sehr gut gefallen, die hat so ein relativ schmales Tape irgendwie so kreuz und quer über die Seite verteilt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf alle Fälle war das irgendwie so kreuz und quer. Und ich glaube, ich mache das auch mit diesem hier. Weil das ist ja relativ schmal. Und ja,
Ich hätte so ein ganz cooles schwarz-weiß Tape gehabt, was ich gerne dazu mit verwendet hätte, aber das darf ich ja nicht. Und jetzt muss ich halt gucken, wie ich mit diesen Sachen hier zurechtkomme, die ich jetzt hier zur Verfügung habe. Was ich jetzt noch ganz schön finde, ist hier diese Blume. Könnte eine Kirschbaumblüte sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber eventuell. Also zumindest könnten das alles Frühlingsblumen sein. Weiß ich nicht so genau, aber ich werde die auf alle Fälle jetzt hier noch mitverwenden. So. Ansonsten finde ich es eigentlich schon ganz cool. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch einen anderen Zweig nehme oder eine andere Blume oder die einfach nochmal. Ich möchte nicht so viele Farben hier drin. Ich glaube, ich nehme einfach diese hier nochmal und mache die hier vielleicht hier unten hin. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch habe. Ich habe hier auch noch irgendwie eine Briefmarke, aber die ich vielleicht hier irgendwie eine Briefmarke aus Afghanistan übrigens. Vielleicht könnte ich die hier irgendwie so mit verbasteln, dass ich die hier irgendwie so mit hermache. Die würde eigentlich ja farblich schon irgendwie passen. Und dann vielleicht doch dieses Pink. Obwohl mir dieses Pink eigentlich nicht so gut gefällt, muss ich sagen, weil ich habe von MT halt ein Pink, was viel blasser ist und das würde halt optimal zu diesem Pink hier passen. Und dieses Pink ist mir einfach zu pink. Ja, es tut mir leid. Ich liebe Pink oder Rosa, aber es gibt auch hier Farbunterschiede. Und liebe Thea, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich jetzt hier so ein bisschen zögerlich bin. Aber ich versuche mein Bestes, hier diese Wochendeko vonstatten zu bringen. Ich glaube, das mit der Briefmarke finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Ach, ich habe ja hier noch dieses Mädchen, ne? Das Mädchen. Thank you.
Jetzt ist die Frage, bringe ich dieses Mädchen hier noch irgendwie unter oder lasse ich es sein? Wenn ich jetzt das sein lasse, ist es vielleicht ein bisschen leer. Okay, also, jetzt haben wir auf alle Fälle mal hier noch diese Wortsticker. Und ich versuche nochmal hier dieses Hello Sunshine. Gibt es hier auch noch. Jetzt könnte ich natürlich hier, so, jetzt muss ich mal cool, kurz lesen. Monthly Meal Plan, Next Week, Projects This Week. Next Week könnte ich hier für eine Wochendeko verwenden. Girl Boss Follow Up, Weekly School. Also, School könnte ich schon mal hier... Family Blog Fitness. Ja, Fitness ist gut, weil ich nämlich Dienstag und Donnerstag... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Hier eine ganze Reihe von Stickern abgelöst. Ups. So, also Fitness gehe ich wieder am Donnerstag und am Dienstag. Und dann schreiben wir hier noch Fitness her. Und zwar um 9.30 Uhr. Und ja, dann schreiben wir hier auch Fitness. Aber Fitness war, glaube ich, jetzt nur einmal dabei. Aus. Für meine Verhältnisse sehr leer eigentlich und ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob es mir gefällt, aber ja, ich lasse es jetzt einfach mal ein paar Tage auf mich wirken und dann, ja, denke ich mal, wird sich dazu auch eine Meinung von mir bilden. Ja, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei, auch wenn das Video vielleicht ein bisschen anders war wie sonst und ein bisschen... stockend vielleicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald. Tschüss!